Das Brompton ist ein Klapprad, hergestellt in England. Für die meisten ist es das Klapprad schlechthin. Solide, zuverlässig, durchdacht, aber eben auch relativ teuer. Ein Brompton kommt in seinem Spezialkarton per Paketdienst ins Haus. Ich habe darauf verzichtet, alles intuitiv in Betrieb zu nehmen, aber ein Blick auf die Kurzanleitung genügt meistens. Das Auseinander- und Zusammenklappen geht am Anfang noch zögerlich vonstatten. Mit etwas Routine genügt später weniger als eine Minute für die Verwandlung zum Gepäckstück. Das kann man also auch noch gut machen, wenn der Zug schon in Sichtweite kommt. Das Brompton ist eine gut durchdachte und stabile Konstruktion. Klappt man nur den Lenker und den Rahmen zusammen, bleibt dank der langen Sattelstütze eine Art Rollkoffer. Und genauso leicht lässt sich das Rad dann auch dank der Rädchen am Gepäckträger bewegen. Niemand muss die rund 13 Kilo Fahrrad also länger tragen als unbedingt notwendig. Beim Tragen helfen nette Details wie ein einklappbares Pedal, das nicht am Hosenbein streift. Der leichte Transport ist für viele Radler das große Plus. Das Radeln auf dem Klapprad dagegen ist vielen suspekt, aber die Anpassungsmöglichkeiten sind gut, so dass auch größere Menschen als ich mit meinen 1,71 Meter gut zurechtkommen sollten. Ich war auf kürzeren und längeren Strecken unterwegs, mit und ohne Gepäck, in der Stadt und auf Waldwegen, auf Bergstrecken und in der Ebene. Die komfortable Sechsgangschaltung lässt einen flott vorankommen oder auch leicht bergauf radeln. Lediglich auf Kopfsteinpflaster bremsen die nur 16 Zoll großen Räder den Fahrkomfort etwas. Ein dickes Plus ist der leichtgängige Nabendynamo. Seine Vorzüge zeigt das Brompton immer dann, wenn man Verkehrsmittel kombiniert. Rad und Auto oder Rad und Bahn oder Bus oder alles zusammen. Das Ein- und Ausklappen geht nach der Eingewöhnung ganz fix. In der Bahn kann man das zusammengeklappte Rad kostenlos mitnehmen. Wer es freilich aufgeklappt ins Fahrradabteil stellt, der wird bei einer Kontrolle um die Zusatzkosten der Radkarte nicht umhinkommen. Im Auto findet das Klapprad bequem im Kofferraum Platz, bei größeren Fahrzeugen aber auch im Fußraum hinter dem Fahrersitz. In der Stadt nimmt man das zusammengeklappte Rad am besten immer mit oder behält es zumindest gut im Auge. Große Fahrradparkplätze würde ich mit dem hochpreisigen Klapprad eher meiden, zumal ein großes Bügelschloss den Vorteil der kompakten Konstruktion schnell aufhebt. Die Nutzung spezieller Fahrradgaragen dagegen dürfte schlicht hinfällig werden. Als Nachteil von Klapprädern und speziell des Brompton bleibt also der relativ hohe Preis. Unter 1200 Euro sind auch die Basisversionen des englischen Herstellers schwer zu bekommen. Selbst gebrauchte Modelle erzielen aber dafür gute Wiederverkaufswerte.